Eine Schablone fertigen für eine Eulenapplikation. So sieht das aus. Das ist unsere Eule. Die habe ich aus einer Schablone hergestellt. Einfach vorher aufgezeichnet auf DIN A4 Blatt und dann zusammengenäht. Ihr braucht ein DIN A4 Blatt. Eine Schere, Bleistift. So, wir fangen an mit dem Körper. Und zwar habe ich das freihand gezeichnet. Jetzt zeichne ich es einmal ab. Das ist unser Körper. So, damit wir das gerade haben, mache ich das so. Ich falte es einmal mittig. Dann haben wir beide Seiten vom Körper gleich und schneide es dann aus. Das, was ich vorbereitet hatte. So, dann machen wir die Augen. Die habe ich noch nicht dran genäht, sonst ist alles fest. Die Augen einfach mit einem Zirkel. Mal gucken. Das messen wir groß. Mein Blatt ist noch doppelt, also mache ich hier gleich zwei Kreise draus. Unser Auge, dann brauchen wir hier das Innere vom Auge. Die machen wir dann etwas kleiner, die Kreise. So, die können wir schon mal ausschneiden. Die schneiden wir aus, dann haben wir hier die Augenhöhlen sozusagen und dann die beiden Augen innen. So, dann brauchen wir noch die Flügel, hier die Flügel, die machen wir dann auch doppelt, Blatt ist doppelt, machen wir einfach einen Strich und machen so, so, so die Flügel, ganz einfach, und die schneiden wir dann auch aus. Tasche sozusagen. Die können wir auch doppelt machen. Die hatte ich auch so gefaltet. Hier. Macht ihr einfach hier einen Bogen. Den Beutel. Der kommt dann hier unten dran. So. Dann fehlt noch der Schnabel.
Dreieck könnt ihr einfach so zeichnen und ausschneiden. Und ein kleines Herzchen, das kommt hier an die Seite. Das könnt ihr dann auch so halb machen. Dann habt ihr das ganze Herz auf beiden Seiten gleichmäßig. So. Und dann haben wir eigentlich alle Teile soweit fertig. Flügel, Herz, Schnabel, Augen, Körper, Beuteltasche. So. Und dann könnt ihr das Ganze so in diesen Stofffarben oder Stoffreste, die ihr noch habt, zusammennähen. Ich habe hier meine Stoffreste, die zeige ich auch nochmal. So, das ist hier für den Körper. Das legen wir da so drauf. So, unsere Schablone. Die können wir immer wieder verwerten. Machen wir hier ein paar Nadeln dran. Und dann schneiden wir den Körper aus. So, können wir das wieder abmachen. Da haben wir schon mal unseren Körper. Dann geht das zur Seite. So, dann machen wir die Flügel. Dann nehmen wir mal dieses Dunkelgraue hier. Das können wir direkt hier an die Seite befestigen mit der Nadel. Und schneiden zwei Flügel aus. Ihr könnt auch gut mit einer Nagelschere arbeiten. Könnt ihr die Ecken besser ausschneiden. Flügel fertig. So, und dann kommt der nächste. Machen wir wieder die Nadel dran. Flügel fertig. So, das machen wir dann da dran. Dann machen wir den Beutel. Da habe ich hier so Reststoff in Grün.
doppelt. Das können wir jetzt so schon festhalten mit der Hand und versuchen, das gleichmäßig zu schneiden und nicht verrutschen lassen. Dann haben wir gleich zwei Augen. So. Genau. Dann brauchen wir noch den Schnabel mit dem Stück Braun hier. So, dann Herz, da hatte ich ein Stück Jeansstoff, habe ich nicht mehr, oder? Doch, hier. Können wir hier was Dunkles nehmen. Alle Stoffreste. Unser Herz und dann brauchen wir noch die schwarzen Augen hier. So, die schneiden wir dann hier mit diesem schwarzen Stift. Das befestige ich auch nicht mit der Nadel, sondern halte es einfach fest. Zweimal. So, das haben wir mit unserer Schablone gemacht. Dann könnt ihr noch eine Schleife anbringen, wenn ihr wollt. So, das Ganze dann zusammennähen. Und dann hier oben ans Ohr befestigen. So, und dann im Zickzack einfach mit der Nähmaschine alles zusammennähen.